Galeria Karstadt Kaufhof erneut insolvent. Aufgrund der Insolvenz der Signa-Mutterkonzerns hat der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof am Dienstag zum dritten Mal innerhalb von 4 Jahren Insolvenz angemeldet. Laut Verdi bangen in Hamburg nun mehrere hunderte Beschäftigte um ihre Arbeitsplätze. 2020 mussten schon 4 Galeria-Häuser schließen. Aktuell sind in Hamburg in Innenstadtlage nur noch das Haus in der Mönckebergstraße, in Eimsbüttel in der Osterstraße und das AEZ-Poppen geöffnet. Verdi wünscht sich einen strategischen Investor, der Galeria Karstadt Kaufhof ermöglicht, als Ganzes erhalten zu bleiben.